Hallo, lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Orakel. Dieses Orakel ist für den Zeitraum vom 16. bis zum 31. Oktober und ich freue mich, dass du da bist. Alle Karten, die ich verwende, habe ich wie immer unter dem Video in der Infobox für euch aufgeschrieben. Und zu meinem eigenen Deck gibt es natürlich auch noch einen Link dazu. So. Worüber darf ich sprechen für die Wassermänner? Zweite Hälfte Oktober. Was kommt? Für den Wassermann. Ich warte, bis sich eine Karte zeigt. Dankeschön. Die Rebellion, die hat sich auch bei den Steinböcken gezeigt an der Unterseite des Decks. Rebellion. Der Wassermann rebellisch unterwegs in der zweiten Hälfte vom Oktober. Okay. Fünf Stäbe. Das Ass der Kelche. Vier Stäbe. Fünf Kelche. Die Sonne. Königin der Kelche. Königin der Münzen. Ritter der Schwerter. Sieben Stäbe. Zwei Schwerter. Was ich hier wahrnehme, ist, dass der Wassermann sich in einer knallharten Situation befindet. Ja, erbarmungslos, knallhart, es herrscht ein
rauer Wind. Kälte, Strenge, Hektik, zeitweise auch Stress, viele Reize, die von außen auf einen einprasseln. Was ich aber hier wahrnehme, ist, dir geht es gut, trotz allem. Trotz dem Thema, wogegen du rebellierst, trotz der Hektik, trotz des Stresses. Ich nehme dich sehr dynamisch wahr, sehr aktiv, bewegungsfreudig, unternehmungslustig, sportlich. Und wenn du sagst, nein, ich bin körperlich nicht sportlich, aber trotzdem deine Energie an sich fühlt sich sehr dynamisch und sportlich an. Es ist, du befindest dich in einer Situation, wo du es schwer haben würdest, wenn du dich in einer weicheren Energie befinden würdest. Es ist wie auch Gefühle sind nicht immer passend in dieser Situation, sind nicht immer Priorität in diesem Umfeld. Es ist, du bist in einer Situation in der letzten Hälfte vom Oktober, die nicht von Güte geprägt ist. Es ist egal, ob es privat oder beruflich ist. Bei vielen Wassermännern nehme ich berufliche Situationen wahr, in eigentlichen Kombination auch mit dem Privatleben und Familienleben. Ich möchte mich nicht einschränken oder festlegen hier. Was ich hier habe, ist Schmerz und Kummer, der dich begleitet durch ein Thema in der Vergangenheit. Du hast einen unverarbeiteten Verlust erlitten in der Vergangenheit. Sei es jetzt, ob Menschen gestorben sind oder sich Wege getrennt haben, Menschen aus deinem Leben gegangen sind oder Erwartungen, die man hatte, die ja nicht in Erfüllung gegangen sind in Bezug auf andere Menschen. Besser gesagt, man hat Enttäuschungen durch. Und es ist so, dass du in dieser rauen Welt, in dieser rauen Umgebung, in dieser teils auch hektischen, geschäftigen, aktiven Umgebung mit den vielen Reizen, die auf dich einfluten, dass du da deinen Halt gefunden hast. Du rebellierst gegen das Ass der Kelche. Es kommt dir gelegen. Ich nehme das so wahr, dir geht es gut. Du genießt das. Du genießt, dass du gewisse Dinge nicht fühlen musst. Du genießt, dass du zu gewissen Menschen keine Nähe pflegen musst. Du genießt es gerade nicht, im Tiefgang unterwegs zu sein. Nicht im Tiefgang. Okay. Das heißt nicht, dass du kein tiefgründiger Mensch bist, dass du kein fühlender Mensch bist, aber es ist irgendwie so, du lässt dich jetzt gerade gerne vom Außen mitreißen, damit du einen Verlust nicht spüren musst, damit es nicht zu sehr wehtut. Es kann unbewusst sein. Ja, ich habe den Verlust oder diese Enttäuschungen in deinem Unterbewusstsein liegen und ich habe hier auch den Mond, der sticht gerade raus. Es ist etwas, was im Verborgenen liegt, im Unbewussten. Ja, manchen Wassermännern ist es bewusst, manchen auch nicht. Jedenfalls sehe ich dich sehr fit hier unterwegs, sehr kämpferisch, sehr durchsetzungsstark, sportlich. Und es ist wie, du hast deinen Platz gefunden. Hier in der Menge, unter anderen Menschen.
Und du bist derjenige, der hier in der Mitte steht. Du genießt Aufmerksamkeit. Ich möchte Ländermokarten noch drauflegen hier. Du möchtest dich mit deiner Verletzlichkeit nicht auseinandersetzen. Das ist kein Vorwurf, wir sind alles nur Menschen. Das ist nicht ungewöhnlich, dass ein Mensch das manchmal nicht tut. Es gibt etwas aus der Vergangenheit. Das ist nicht abgeschlossen, das tut weh. Das hat dich tiefst enttäuscht. Das hat dich verletzt. Und so möchtest du dich nicht mehr fühlen, verletzt. Ja. Da das Außen so, da im Außen so viel los ist um dich rum, so viel Reize auf dich einprasseln, das kommt dir gelegen, da fühlst du dich wohl. Ja, das ist im Moment genau das, was du brauchst. Weil die zwei Schwerter, hier, das ist die Vergangenheit. Das bist du, das ist die Vergangenheit und die steht hinter dir. Das ist das aus der Kelche, das ist dieser Verlust oder diese Enttäuschung, dieser Kummer. Auch wenn du dich verschließt, auch wenn du dich distanzierst, auch von dir selber, von deiner Gefühlswelt distanzierst, wenn du nicht fühlen möchtest, es ist trotzdem da, im Hintergrund. Ja. Und das weißt du eigentlich auch, gerade wenn ich jetzt darüber rede. Du rebellierst hier in Bezug auf deine Vergangenheit, in Bezug auf Gefühle, in Bezug auf Verletzlichkeit, das Thema Verletzlichkeit. Das ist so wie, nein, ich bin nicht mehr verletzlich. Oder ich lasse mich nicht mehr verletzen. Oder ich werde nie wieder ein Opfer sein. Ich werde mich nie wieder so fühlen müssen. Niemals. Ja, und du tust alles dafür. Tu das, was dir gut tut, lieber Wassermann. Ich sehe nichts Verkehrtes jetzt an dieser Situation. Klar heißt es immer, man soll sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen. Früher oder später kommen sie wieder um die Ecke. Das wird auch sein. Aber wir sind alles Menschen. Wir sind alles nur Menschen. Wir sind alle nicht allglatt und perfekt. Und das ist auch gut so. Nur irgendwann kommt das wieder um die Ecke. Ja. Aber tu einfach, was sich für dich gerade richtig anfühlt in dem Moment. In den letzten 2 Wochen im Oktober. Und wenn du das Gefühl hast, du musst dich im Außen irgendwie auspowern, du musst deine Energie loswerden, du musst rebellieren, dann mach das. Das habe ich hier auch angezeigt mit den 7 Stäben, dann mach das. Ja, die Lilien. An der Unterseite haben wir die Auseinandersetzungen und die Streits. Und das habe ich auch hier mit dieser Karte angezeigt. Das ist die Sonne. Hier ist dir in der Vergangenheit etwas klar geworden in Bezug auf bestimmte Menschen. Und dann ging es auseinander. Unschön auseinander. Es ist wie man hat dich hier, ihr habt so lange gekämpft, bis du aus der Scheibe rausgeflogen bist. Ja, das Bild ist eigentlich ziemlich gut dargestellt. Die Streits oder ja, der Konflikt in der Vergangenheit oder die Verletzungen können mit Familienthemen zu tun gehabt haben. Es kann so weit zurückgehen bis in deine Kindheit. Das kann aber auch kürzlich erst gewesen sein. Das lasse ich an der Stelle offen. Schau, was für dich resoniert, was für dich passt. Ja, aber ich bekomme so diese Energie rein. Wenn es für dich stimmig ist, in Bewegung zu sein und viel in Bewegung zu sein, in jeglicher Form,
Wenn es für dich stimmig ist, wenn es dich in deinen inneren Frieden bringt, wenn es dir Ruhe verschafft, wenn es dich in Balance bringt, dann tu das. Und das ist die Message hier. Egal, wie es auf andere Menschen wirkt, egal, ob es auf andere Menschen vielleicht wirkt, als würdest du davonlaufen vor deiner Vergangenheit oder vor gewissen Gefühlen. Das ist einfach die Message hier. Wenn das gerade so ist, dann ist das in Ordnung so, wenn man es so nennen kann, dass du läufst, dann läufst du jetzt gerade, dann ist das so, dann brauchst du das gerade. Was ich mit den Lilien auch wahrnehme, ist, wir haben hier auch eben auf dieser Karte angezeigt, dass du stehst quasi hier im Mittelpunkt, dass du viel Aufmerksamkeit hast, das kann die Sonne auch anzeigen. Dass es dir wichtig ist, wie du dass es dir vielleicht wichtig ist, dass du gesehen wirst, dass du vielleicht bekannt wirst, vielleicht stehst du auch in der Öffentlichkeit oder möchtest das tun oder du möchtest viel Kontakt zu allen möglichen Menschen haben, beruflich wie privat. Es ist dir wichtig und das bekomme ich oft bei den Wassermännern, wie dein Ruf ist. Unter den Menschen. Ein guter Ruf. Gerade wenn du sagst, ach, der Ruf ist mir doch wurscht, mir ist egal, was andere Menschen denken, dann habe ich die höchste Form an Freiheit erlangt, bla 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 bla. Ja, also wenn du zum Beispiel selbstständig bist und du möchtest dir deinen Lebensunterhalt verdienen, dann kann es dir nicht egal sein, wie dein Ruf ist. Ja, weil wenn dein Ruf schlecht ist, verdienst du kein Geld, keiner kauft was bei dir. Keiner interessiert sich für dein Produkt, keiner interessiert sich für deine Dienstleistung. Also wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, spirituelle Konzepte hin oder her oder spirituelle Weisheiten hin oder her. So unwichtig ist der Ruf in dieser Welt, auf dieser Ebene, noch nicht. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Und es gibt noch unzählige weitere Beispiele dafür. So, ich hätte gern eine Karte noch für den Ritter, das Schwerter. Das sind zwei Karten. Ich sag ja, du bist in einem rauen Umfeld, vielleicht auch mit viel Konkurrenzdruck. Die fünf Stäbe können auch manchmal Wettbewerb anzeigen oder Konkurrenzdruck. Gerade Konkurrenzdruck, wenn es für dich ein berufliches Orakel ist. Weil ich nehme das so wahr, der Wassermann nimmt die Herausforderung an in Bezug auf den Wettbewerb, in Bezug auf die Konkurrenz. Also ich nehme das jetzt eigentlich nicht als Liebesorakel wahr, dass du sagst, hey, ja, ich kämpfe um diesen Menschen, komme was wolle, ich hole mir diesen Menschen, egal ob der Mensch mich will oder nicht, ich schmeiß mich diesen Menschen an den Hals und ich schalte alle Konkurrenten aus. Und es ist so erzwungen, das glaube ich nicht, dass es hier um die Liebe geht. Was mir mit diesen beiden Karten durchkommt, ist Konkurrent. Also ist, dass du in einem harschen, in einem rauen Umfeld bist. Weil der Fuchs steht für Täuschungen, Tricks und dass du vorsichtig sein darfst. Die Maus steht auch dafür, dass man dir jederzeit etwas wegnehmen würde. Steht für Diebstahl, steht für Situationen, die dich plagen. Menschen, die dich plagen. Also absolut ein Umfeld oder eine Lage, wo man sagen kann, da musst du vorsichtig sein, da musst du immer fit sein, da musst du auf der Hut sein, da musst du up to date sein, ja. Da musst du hinterher sein. Trotzdem nehme ich das so wahr, das ist genau das, was du gerade brauchst. Ich gucke nicht auf dein komplettes Leben, ich gucke auf die letzten zwei Wochen im Oktober. Ja. Kann sein, dass sich das nochmal ändert. Natürlich kann das sein. Ich hätte jetzt gern noch ganz speziell eine Lenormand-Karte
für diesen Schatten da hinten dran. An der Unterseite haben wir den Fisch und der Fisch steht unter anderem für die Gefühlswelt. In die Gefühlswelt abtauchen und das ist ja das, was hier so weh tut. Diese Kreatur im Hintergrund bringt Erkenntnisse. Das ist etwas, was angesehen werden will und früher oder später wird diese Kreatur quasi hier mit ihren Klauen auf deine Schulter stupfen und dich darauf aufmerksam machen, dass sie da ist. Ja, also was mir hier durchkommt, ist eine ganz große Portion an Erkenntnis und Klarheit. Hier möchte sich etwas bemerkbar machen. Hier sollst du hingucken. Ich sage ja, das kommt früher oder später, kommt diese Kreatur um die Ecke und du wirst wissen, dass sie da ist. Aber wenn du dich mit dieser Kreatur auseinandersetzt, und die Kreatur kommt aus deiner Vergangenheit, wenn du dich mit ihr auseinandersetzt, bringt sie dir Erlösung. Von dem alten Thema. Die Kreatur ist der Schlüssel, um etwas loszulassen, um etwas auszuheilen, wenn du irgendwann mal bereit bist dafür. Der Schlüssel und die Sterne bringen Erfolg. In deiner persönlichen, auf deinem persönlichen Heilungsweg. Wenn du bereit bist dafür. Die Message ist hier, es ist in Ordnung, wenn du Zeit brauchst. Es ist in Ordnung, wenn du die Dinge angehst, wenn du eben bereit bist dafür. Spirituelle Wahrheiten hin oder her. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, ich möchte jetzt halt eben gerade auf eine gewisse Art und Weise leben. Ne? So möchte ich meinen Weg gehen, gerade. Lieber Wassermann, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, gerne bis zum nächsten Video. Bye, bye.